So, lange schon keinen Vlog mehr gemacht und dementsprechend dachte ich mir, ich mache mal wieder eins. Es gibt zwar eigentlich nichts zum Ankündigen, aber man will ja auch mal so wieder so ein visuelles Lebenszeichen geben und dementsprechend hallo zurück. Ja, Jahr 2016 ist schon ein paar Tage alt, das alte Vlog war aber echt noch aus 2015, also selber schon länger her, als ich es gedacht hätte und dementsprechend überfällig. Es gibt keine Themen, also wie gesagt, ich habe jetzt nichts vorbereitet, was ich jetzt euch im Speziellen sagen kann. Einzig vielleicht, ich hatte ja Fallout geletsplayt, einige werden es wissen, viele wohl nicht. Habe ich abgebrochen und aufgehört, also mittendrin, ohne das jetzt irgendwo zu beenden. Vielleicht fange ich es oder vielleicht mache ich es irgendwann wieder weiter, aber es kickt mich jetzt gerade nicht so. Also das ist der Grund, warum ich mir dachte, nee, Fallout und ich sind jetzt erstmal zurzeit durch. Ich spiele es auch gerade nicht mehr, weil ich mich auf mein neues und mein nächstes Spiel sehr freue und auf mein neues Projekt. Und zwar wird es am 8. März starten und zwar ist es The Division. Wichtig für mich ist einfach so ein Spiel, was so ein bisschen anders ist als immer dieses gleiche World of Tanks, World of Warships, Armored Warfare. Es ist zwar schön und ich mag die Spiele alle auch sehr gern, aber ich brauche einfach ein bisschen was anderes. Und der Kanal, und das ist alles ein riesengroßes Hobby, was sehr viel Zeit einnimmt. Aber wichtig ist, dass es ein Hobby bleibt und nicht, dass es gefühlt ein Job wird. So ging es mir eine Zeit lang mit World of Tanks. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist es auch wieder passé. Ich habe auch wieder Bock auf World of Tanks. Die Leute oder ihr habt es auch schon kommentiert. Und ich glaube, ich kommentiere zurzeit auch wieder ein bisschen anders als vielleicht auch noch vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten. Also ich habe wieder Bock daran und deswegen brauche ich aber sowas wie The Division oder Overwatch, was ich auch zurzeit immer wieder bringe, oder auch so angezockt Folgen, dass ich einfach so ein bisschen, ja, für mich da selbst verwirkliche. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, wenn ich jetzt hier vom Künstler spreche, weil ich denke mir das immer bei möchtegern Schauspielern, die alle sagen, ja, sie sind Künstler, aber ich glaube, ich kann nachvollziehen, was die damit meinen. Also deswegen, auf The Division freue ich mich sehr, das wird auch dann auch kommen. Löst also erstmal Fallout ab. Ob Fallout wiederkommt, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es weder ja noch nein sagen. Es kann alles passieren. Ansonsten, alles andere läuft einfach eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also Wargames News läuft nach wie vor sehr zufriedenstellend. Ich bin auch super froh mit meinem Team, dass die immer in der Regel so gut arbeiten, wie es halt geht für so ein Hobbyprojekt nach wie vor. Ich selbst weiß gar nicht, wo ich mich jetzt beklagen soll, vielleicht zukünftige Sachen, die ich vorhabe, vielleicht mal eine kleine Roomtour hier zu machen, dass ihr mal seht, wie ich wohne, könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist auch, ob es euch interessiert, also könnt ihr mir mal hier antworten, ja, Roomtour, ja, nein, dann zeige ich euch mal das. Ich kann auch mal kurz oder auch mal meinen Ort zeigen, wo ich wohne, wo ich herkomme, wo ich jetzt derzeit wohnhaft bin oder sonstiges. Also vielleicht so ein bisschen mehr einen Inside-Einblick von Alcaramba. Kann ich mir vorstellen, ich habe damit jetzt nicht so wirklich große Berührungsängste, mich da so zu euch zu öffnen. Das wisst ihr ja, dass ich da sehr privat auch umgehe. Das macht mir jetzt eigentlich nicht so viel Bauchschmerzen. Ansonsten, wie gesagt, alles andere läuft weiter so, wie es ist. World of Tanks, World of Warships und Armored Warfare bleibt ganz genau. Wie gesagt, der Division wird reinkommen. Vielleicht das ein oder andere angezockt auch wieder. Aber ansonsten muss ich sagen, passt alles. Vielleicht noch eine kleine Empfehlung hier an dieser Stelle. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich im Kino, habe mir Deadpool angeschaut. Ein monstergeiler Film, hat mir saumäßig Spaß gemacht. Also schaut euch mal die Trailer an, wenn euch der Trailer gefällt, dann wird euch der Film auch definitiv gefallen. The Hateful Eight habe ich davor angeschaut, eine Woche davor im Kino. Ein bisschen enttäuscht für einen Tarantino-Film. Ich liebe Tarantino-Filme, ich bin großer Fan. Und auch der Film war nicht schlecht. Er hat unglaublich viele gewalttätige Aspekte am Ende des Films gehabt, aber ja, da muss ich sagen, da haben mich die anderen Filme zuvor von ihm ein bisschen mehr geflasht als The Hateful Eight. Auch da würde mich interessieren, seht ihr das ähnlich, seht ihr das anders, war das euer Lieblings-Tarantino oder nicht? Das war's schon. Ja, sang- und klanglos war das ein kurzes Vlog, aber einfach, ich wollte eher so ein, es könnte eher ein Lebenszeichen sein, denn ein unglaubliches Erklärungsvideo. Ich danke trotzdem, dass ihr nach wie vor alle so toll teilnehmt, dass es immer mehr von euch werden und die Kommentare werden auch immer mehr und immer lieber. Ich weiß gar nicht. Ich bin sehr happy, wir knacken bald die 11.000 Abonnenten. Hätte ich mir nie gedacht und ich freue mich sehr. Deswegen, ich kann nur vielen, vielen, vielen Dank sagen. Ich wünsche euch weiterhin auch selber alles Gute und ich hoffe, ihr bleibt da lange erhalten. Ich sag mal vielen Dank. Ciao.